Der Datenschutzverein Digital Courage will das nicht so einfach hinnehmen und hat jetzt gegen Real und die Deutsche Post Klagen eingereicht. Ihr Gründer Padelun ist jetzt bei uns. Schönen guten Morgen. Schönen guten Morgen. Padelun, Sie sind Netzaktivist und setzen sich seit Jahrzehnten für die digitalen Bürgerrechte ein. Warum als erstes treten Sie eigentlich unter einem Pseudonym auf? Das ist ein Künstlername, weil mein Beruf ist Künstler und das hat überhaupt nichts mit Datenschutz zu tun, sondern das Gegenteil. Der Name ist so eindeutig. Wer mich sucht, findet mich damit. Wenn ich Karl Müller hieße, wäre es mehr Datenschutz. Okay, wir wollen jetzt nicht über Kunst reden, sondern genau. Über die Gesichtserkennung, die unter anderem die Supermarktkette Real praktiziert. Warum ist das so verwerflich? Hier gibt es einen besonderen Aspekt dabei. Erst einmal, dass es überhaupt gemacht wird, dass ich jetzt auch in der Offline-Welt getrackt werde, dass Leute nachverfolgen, aufschreiben, wo ich langgehe, in welchem Regal ich stehe, wie gut es mir gerade geht oder wie schlecht es mir gerade geht, ohne sich wirklich für mich zu interessieren. Und dann auch noch, wenn man sie darauf anspricht, sagt, Moment mal, das geht doch gar nicht, wie es die Presse ja gemacht hat, bevor das groß bekannt wurde, dann sagt man, ja, da hängt doch draußen ein Schild, hier wird Video überwacht. Und das ist schon extrem gelogen. Und ich finde, Unternehmen, die so mit Menschen umgehen, da muss man was dagegen setzen. Was ist denn der Unterschied zur Videoüberwachung? Naja, bei der Videoüberwachung in Läden haben wir uns konkludent, heißt das schöne Wort, mal dran gewöhnt, dass die einfach da ist. Mag sinnvoll sein, mag nicht, kann man drüber streiten. Aber dass plötzlich die Bilder auch ausgewertet werden, etwas ganz anderes damit gemacht wird, vor dem Menschen in der Regel ja auch richtig Angst haben, das geht überhaupt nicht. Und ich verstehe nicht, wie ein Unternehmen auf die Idee kommen kann, sowas einfach zu tun. Aber Real argumentiert und sagt, die Bilder werden nach 150 Millisekunden gelöscht. Na, da sparen sie Speicherplatz, weil die eigentlichen Daten rechnen sie ja vor aus den Bildern raus. Wie alt ist jemand, Frau, Mann, trägt sie ein rotes Kleid, teure Kleidung oder was auch immer sie damit anstellen. Das sind ja die wichtigen Daten. Ob sie die Bilder löschen, ist ja völlig egal. Aber was sollen Kunden machen, die definitiv nicht wollen, dass ihre Gesichter gescannt werden beim Einkaufen? Naja, ich würde sagen, die Burka wird mitteleuropäisches Zentralding, um damit in die Öffentlichkeit rauszugehen. Aber Scherz beiseite, solche Läden muss man meiden. Und vor allen Dingen, da man nicht 100 Kilometer zum nächsten Laden fahren muss, wo man vielleicht noch einkaufen kann. Wir müssen uns wehren. Wir müssen politisch dagegen agitieren. Wir müssen eine Gesetzgebung haben, die das verhindert. Und und auch die Unternehmen unter Druck setzen. Die müssen merken, die Kunden wollen das nicht. Gesetzgebung ist ein wichtiges Stichwort. Wir wollen nämlich noch auf ein anderes Thema zu sprechen kommen. Und das ist der Staatstrojaner. Den will der Bundestag heute beschließen. Was kann ein Staatstrojaner? Ein Staatstrojaner sorgt dafür, dass ich auf meinem Rechner nicht mehr sicher sein kann, ob das eigentlich mein Rechner ist. Weil da ist immer, könnte immer sein, das macht ja Paranoia, könnte immer sein, dass da ein Programm drauf ist, das alles mitbekommt, was ich mit dem Rechner tue. Dagegen gibt es sogar schon ein höchstrichterliches Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das sagt, sowas darf nicht sein. Wir müssen unseren Geräten vertrauen können. Der Staat muss das garantieren. Und warum eine große Koalition wirklich auf die Idee kommt, doch so ein Gesetz zu machen, da frage ich mich dann, ja, da wird es dann schwer ruhig zu bleiben, weil das ist ein Verbrechen, was die Regierung und die Parlamentarier da gerade begehen. Das Interessante ist ja auch, dass der Bundestag oder die Regierung versucht, dieses Gesetz durch die Hintertür zu beschließen. Es wird in ein laufendes Gesetzesverfahren eingeklinkt. Was halten Sie denn davon? Es gibt ja bisher sozusagen deswegen auch kaum eine öffentliche Debatte. Man kann einmal sagen, na ja gut, Sie wollen es so schnell noch irgendwie es geht durchkriegen. Aber Gesetze, die so schlimm sind, wenn man sie durchbringt, die darf man nicht schnell machen. Die brauchen Zeit, da müssen alle drüber nachdenken. Da muss auch die Opposition mit eingebunden werden und Ethiker gefragt werden. Und das auch noch durch die Hintertür zu machen und so heimlich, das ist eigentlich ein Schlag mit der Faust ins Gesicht aller Leute, die wirklich nur an die Demokratie, die parlamentarische Demokratie und Abstimmungen und Wahlen glauben. Das seid der Verfechter digitaler Bürgerrechte, Padelun. Schön, dass Sie heute da waren. Es geht darum, unter anderem, dass der Bundestag heute ein Gesetz zum Staatstrojaner beschließen will.